Das ist Frau Hund. Frau Hund? Das ist ja nur so einiges klar. Dein Zwillingsbruder. Wie, du bist mein Zwillingsbruder? Willst du mich jetzt verarschen? Nein, ich will dich nicht verarschen. Ist eine lange Geschichte. Erklär ich dir alles in Ruhe, wenn du bei mir bist. Egal, ich komme einfach vorbei. Dann werden wir sehen, was es ist, ob es stimmt oder nicht stimmt. Bis nachher. Ich werde kämpfen, mein Freund. Ich kämpfe darum. Ich will nur meinen Hund wieder haben. Der Rest ist mir scheißegal. Ich hab dir was mitgebracht. Dein Hund, wie versprochen. Nun kommen wir zum Geschäft. Ey, das gibt's doch nicht. Sag mal, du siehst ja echt genauso aus wie ich. Wie machst du das? Piercings, alles gleich. Was ist das für eine Scheiße? Aber wo ist mein Hund, Mann? Das ist mir viel wichtiger. Und vor allen Dingen, wieso? Was willst du von mir? Ja, das liegt daran, wie wurde denn damals einfach von einer anderen Familie gekauft. Wir haben Experimente machen sollen. Deswegen wurde ich nach Russland verschattet und du bist in Deutschland geblieben. Diese ganz einfach. Und jetzt brauche ich von dir die Blut, weil meine Blut ist nicht gut. Die haben sie das Gute zugepumpt, mir das Schlechte. Und ich habe mich dir angepasst, ich habe dich verfolgt, überall hin. Ich habe dich gesehen, deswegen sehe ich genauso aus wie du. Ich habe deine Freunde gefragt und das und dies, was Piercing und alles. Deswegen haargenau wie du. Verstehst du mich? Dein Hund ist hinter meinem Auto, wie versprochen. Nimmst du den einfach raus? Ich will ihn gar nicht haben. Sei ein schöner Hund. Ich habe ihn auch sehr gepflegt. Keine Angst. Nimm dir einfach raus. Wir reden dann morgen weiter. Da ist meine Frau Hund. Oh, meine liebe Frau Hund. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Super geht's mir. Komm aus mir raus aus dieser Hölle hier. Ja, so schlecht warst du da auch gar nicht. Meine gute Frau Hund. Meine gute Frau Hund. Ja, ja. Und es ist doch wieder schön zu Hause zu sein. Hat er dir auch irgendwas Böses angetan? Nein, der hat mir nichts Böses angetan. Er sollte euch wirklich morgen greifen. Das ist ein armer Mensch, den gibt's richtig dreckig. Da kann ich auch nichts erzählen, was dir angeht und was mir angeht. Auch, du weißt ja viel über uns. Ach, im Übrigen, dein Bruder heißt Viktor. Ach, Viktor heißt er, also. Mir geht's so schlecht. Ich werde mit ihm morgen definitiv reden, aber erstmal schlafen wir. Okay, Frau Hund. Den Rest machen wir morgen. Hallo Philipp. Das ist aber schön, dass du kommen konntest und Zeit gefunden hast. Komm, setz dich doch erst nach hin. Ja, reden weiter. Wir haben aber leider nicht viel Zeit. Ich hatte vorhin einen Anruf, der war nicht gut, aber setz dich erst nach hin. Ja, das freut mich auch, dass ich einen gefunden habe. Und lass uns reden. Ich sehe, du hast sogar Frauen mitgebracht. Das ist super. Wird uns bestimmt weiterhelfen. Natürlich habe ich Frau Hund mit. Die habe ich immer mit. Ist mein Heiligtum. Hallo Viktor. Schönen guten Abend. Hallo Frau Hund. Philipp. Ich habe für dich ein Zettel vorbereitet.
Nimm ihn an dir, da steht alles Wichtige drauf. Wir haben nicht viel Zeit. Was ist mit diesem Zettel? Und was für ein Anruf? Komm einfach mit, lass mich doch nicht alleine. Ich verstehe das einfach nicht. Ja, Philipp, es ist so. Ich habe dir alles auf den Zettel geschrieben. Ich hatte vorher einen Anruf. Nichts Gutes, sie suchen uns beide. Und am besten ist es, dass du mit Frau Hund ganz schnell verschwindest. Weil Frau Hund ist noch was ganz Besonderes. Das weißt du noch gar nicht, warum sie spricht und das alles. Hat einen guten Grund. Sie suchen uns. Sie suchen dich. Sie suchen mich und sie suchen Frau Hund. Und sie sind schon in der Nähe, ganz weit in der Nähe hier. Das dauert nicht mal lange, also such deine Sicherheit für die Hund und für dich. Sonst haben wir keine Chance mehr. Hey, ihr zwei, ich will gar nicht stören. Ich habe mit meinem Feind auch was gehört und ich rieche auch schon was. Das sieht nicht gut aus und es riecht auch nicht gut. Wir müssen hier weg und das ganz schnell. Nein, achte nicht auf mich. Geh mit Frau Hund weg. Lass mich hier. Ich kläre das schon für dich. Ich mach das. Keine Angst. Mir tut keiner was. Geh. Geh einfach. Geh. Achte nicht auf mich. Nein. Okay, dann werde ich gehen. Frau Hund, komm. Es hat keinen Sinn. Wir müssen weg. Wir müssen gehen. Frau Hund. Aber was ist mit dir, Victor? Was hat die mit dir gemacht? Ich verstehe das alles nicht. Scheiße. Wir müssen gehen. Geh einfach. Geh mit Frau Hund. Ich komme schon von alleine klar. Geh. Ich komme klar. Komm, wir müssen. Jetzt vertrau mir doch einmal. Jetzt vertrau mir, wir müssen hier weg, bevor noch was Schlimmeres passiert. Vertrau mir, ich will.